Auf anderen Planeten gibt es Sonnenuntergänge, die noch spektakulärer sind als auf der Erde. Was wäre, wenn wir nicht nur eine, sondern zwei Sonnen untergehen sehen könnten? Würde unser Planet viel wärmer werden, wenn zwei Sterne ihn aufheizten? Würden wir jemals wieder Nacht erleben? Und könnte unser Doppelsternsystem Leben beheimaten? Hier ist Was wäre wenn? Und so sähe es aus, wenn wir zwei Sonnen hätten. Nicht alle Planetensysteme bilden sich um einen einzelnen Stern. Einige Wissenschaftler vermuten, dass unsere Sonne einst einen Begleiter hatte. Ein Zwergstern namens Nemesis. Er löste sich von der Schwerkraft der Sonne und verlor sich vor Milliarden von Jahren in der Milchstraße. Unsere Suche nach erdgroßen Planeten in der gesamten Galaxie ergab, dass die meisten Sonnensysteme nicht nur binär sind, sondern auch bewohnbare Zonen und Planeten enthalten. Es sieht so aus, als könnte Leben auf der Erde auch mit zwei Sonnen möglich sein. Aber nur unter bestimmten Bedingungen. In einem Doppelsternsystem würde das Schicksal der Erde von vielen Faktoren abhängen, von den Massen der Sterne bis hin zu ihrer Position relativ zur Erde und zueinander. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre die Umlaufbahn der Erde sehr instabil. Wäre eine der Sonnen größer und heller mit einer höheren Gravitation, könnte sie uns zu sich ziehen. Wir würden ziemlich kross braten, bevor wir in seinen Sonneneruptionen verschwinden. Doch wäre die Anziehungskraft der beiden Sterne nicht stark genug, entschwände die Erde ins All. Wir wären ein wandernder Planet, der allein durchs All zieht, ohne ein Sternsystem, das er sein Zuhause nennen könnte. Sagen wir, die Umlaufbahn der Erde wäre stabil. Was möglich wäre, umkreisten wir nur eine der Sonnen. Aber das wäre von Nachteil für das komplexe Leben auf der Erde, denn irgendwann würden beide Sterne jeder Seite unseres Planeten gleichzeitig zugewandt sein. Das würde uns nicht nur unserer Nächte berauben, sondern auch doppelte Dosen UV-Strahlung und Sonnenwinde bedingen. Keine Sonnencreme der Welt könnte dich davor schützen. Die Umlaufbahn der Erde könnte auch stabil sein, drehte sie sich um beide Sonnen. Aber die Sterne müssten dicht beieinander stehen. Die Erdumlaufbahn wäre dann weiter entfernt. Nur wie weit? Vermutlich außerhalb der habitablen Zone, wo die Wärme der Sonne nicht ausreichte, um Wasser flüssig zu halten. Die Erde würde sich in einen eisigen, leblosen Felsen verwandeln. Hoffnung aufgegeben? Nicht doch. Gute Neuigkeiten. Das beste Szenario wäre, würden wir die Sonne durch zwei eng beieinander liegende Sterne ersetzen, die jeweils halb so hell wie die Sonne wären. Das böte genug Wärme, um Leben zu ermöglichen. Die Gesamtgravitation der beiden Sterne wäre stärker. Die Erde würde 280 statt 365 Tage brauchen, um eine Runde zu drehen. Der Abstand zwischen beiden Sternen dürfte nicht mehr als 15 Millionen Kilometer betragen. So wären die Umlaufbahnen aller Planeten in unserem System stabil, sogar von Merkur. Um sicher zu sein, sagen wir, die Entfernung zwischen den Sternen betrüge etwa 5 Millionen Kilometer. In diesem Szenario würden sich beide Sterne alle 10 Tage einmal umkreisen. Alle 5 Tage passierte ein Stern den anderen. Von der Erde aus sähe das wie eine Sonnenfinsternis aus, aber statt des Mondes wäre es eine Sonne, die die andere abschirmte. Statt 7,5 Minuten dauerte diese Sonnenfinsternis etwa 5 Stunden. Unter diesen Bedingungen könnte es für uns gut gehen, zwei Sonnen zu umkreisen. Die Frage ist nur, ob sich die Erde überhaupt in einem Doppelsternsystem gebildet hätte. Soweit wir wissen, ist der kleinste bekannte Planet, der zwei Sonnen umkreist, ein Gasriese, der viel größer als die Erde ist. Vielleicht gibt es irgendwo einen kleinen Felsplaneten wie die Erde, der zwei Sonnen umkreist. Wir haben ihn nur noch nicht gefunden. Er könnte Leben beheimaten, intelligent genug, um ein Signal zu senden. Aber das ist ein anderes. Was wäre, wenn?